Dies ist der Ausgangsort des dritten Finalkampfes. Wir müssen sogar nach Vale, fällt mir gerade so ein, weil in der gleichen Höhle, wo es diese Synergie gibt, gibt es auch einen Djinn. Von daher müssen wir da sowieso hin. Ja, des dritten Finalkampfes. Du weißt bereits, bla bla bla, jede eigene Platzfahrt und so weiter und so fort. Japp, 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 alles nur laber, laber, rababa. Mit extra Zuckerguss. So, hier speichern wir nochmal. Und zwar überschreibe ich jetzt einfach mal den hier. Denn, das lief gut beim letzten Mal. So, aber jetzt heißt es aufpassen und zuerst mal Djinns zurücktauschen, dass ich die nicht vergesse. Und den verbinden wir auch mal. Also mit R, weil es schneller geht. So, gucken wir mal rein hier. Dies ist Runde 1. Ja, einen Überblick hätte ich schon ganz gern. Okay, hier können wir Frost einsetzen. Frost ist hier sehr hilfreich. Würde ich mal behaupten, das spart durchaus Zeit. Also Frost. Waage der Gerechtigkeit. Ich mache mir mal eben kurz, weil ich ja eh weiß, dass ich sonst die Sachen wieder vergessen werde. Ich mache mir mal kurz eine Notiz hier, damit ich nicht nochmal den Überblick von jedem rein muss später, um mich zu erinnern, wo jetzt was war. Habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, dass beim ersten ich Frost brauche. So, wenn sich eins im Zeb, geht der andere nach unten. Ähnlich natürlich zur ersten Runde, nur da war es mit Wasser. Nutze diese Waage, um die Spalten zu überwinden und weiterzukommen. So, das war Runde 1. Hier möchte ich erstmal noch keinen platzieren. Weil zuerst mal möchte ich wissen, ob ich meine Synergie-Items anders platzieren muss. So, Runde 2. Jawohl. Hier hilft mir Verschieber gewaltig, gewaltig. Okay, auch hier wichtig notieren. Verschieber. Ich bin einfach so vergesslich. Das hier ist die Sprungsteinrunde. Weil der Weg umzu ist natürlich echt sehr viel länger im Vergleich. Die nächste Runde erreichst du, indem du von Stein zu Stein springst. Sieh dir genau an, wie die Steine liegen und wähle den kürzesten Weg. Okay. Weiß ich jetzt auch Bescheid. Der Djinn hat sich gerade auch wieder verbündet. Die beiden sogar. Sehr schön. Runde 3. Ah, hier brauche ich wieder die ich nicht habe. Das ist so ärgerlich. Weil hier habe ich... Mist. Weil hier habe ich das sonst immer mit der gemacht und bin auch gut durchgekommen. Aber so... Ach, das ist so doof. Dies nennt sich die Quetschwand. Das ist super ärgerlich. Die Kolben bewegen sich vor und zurück. Weiche ihn unbedingt aus. Weil das macht es echt schwieriger. Deutlich. Wenn du nicht aufpasst, könnte dich ein Kolben vom Sims stoßen. Die Sims. Dies ist Runde 3 des dritten Finalkampfes. Möchtest du, dass ich eine deiner Freunde antworte? Ich frage mich auch gerade, gibt es wirklich auch Angriffs-Items am Schluss? Weil ich glaube langsam, es gibt doch nur Verteidigungs-Items, ein besseres oder ein schlechteres am Schluss, wenn man schneller ist. Nein. Hier lohnt es sich tatsächlich überhaupt nicht. Sehr, sehr ärgerlich. Runde 4. Okay, hier bräuchte ich wieder bei Flons. Bringt mir das was? Oh ja, das bringt mir sehr was. Hier bräuchte ich wieder Wachstum bei Flons. Okay. Das hier ist die Free Climb Runde. Die Wand hat minimale Erhebung und Vertiefung. Und das spart Zeit. Wenn wir das machen, das spart super viel Zeit. Mit deren Hilfe musst du das machen. Okay. Nein. Das können wir auch eigentlich gleich mal machen. Brauche ich mir eigentlich gar nicht notieren. Tausche ich nämlich wieder so einfach wieder. Und dann haben wir auch wieder Wachstum beim guten Herren Flons. Was haben wir hier? Runde 5. Natürlich möchte ich das. Ah ja, okay, da brauchen wir Kraftwelle, definitiv. Das würde ich auch durchaus empfehlen. Hier die Kraftwelle, so. Dies hier trägt den Namen mobiler Krabbengang, seltsamer Name. Das Förderband bewegt sich in der entgegengesetzten Richtung zum Ziel. Es ist an sich einfach echt nur eine Bremse, die einen Zeit kostet. Auch die Animation gibt hier zwischendurch einfach mal auf. Tolles Beispiel. Laufe dagegen an, um die nächste Runde zu erreichen. Dies ist Runde 5 des dritten Finalkampfes. Erstmal noch nicht, vielen Dank. So, gibt es 6 oder 7 dieses Mal? Ne, es gibt doch nur 6, ne, ein Glück. Und das ist Runde 6. In der ganz letzten Runde. Auch hier müssen wieder Stämme gerollt werden. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Kann man da helfen? Das Hindernis stellt hier Wassertank dar. Ich glaube, hier lässt es sich tatsächlich nicht helfen. Das Prinzip ist relativ einfach. Also da würde ich jetzt mal sagen, zumindest, da kann man mir nicht helfen. Aber beim Rest, da kann ich durchaus Abhilfe schaffen. Also, wir haben Frost.
Wir haben Kraft. Okay, die Kraftwelle gebe ich jetzt einfach mal an Ivan. Passt zwar gar nicht zu ihm. aber dann hat Ivan die richtige Synergie. Dann habe ich hier nämlich den Verschieber. Den brauche ich bei Runde 2. Hier habe ich die Kraftwelle. Die brauche ich bei Runde 5. Und hier habe ich Frost, die brauche ich bei Runde 1. Also gehen wir das Ganze nochmal von links nach rechts durch. Ich weiß, total ineffizient und sowas. Aber wir wollen das ja schön nach der Reihenfolge belegen hier und nicht in irgendeinem Durcheinander hier ausufern. Oh wow, das ist doch länger als ich dachte hier. Egal. Frost. Bitte jemanden zum Anfeuern und zwar die gute Frau Mia. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, wenn wir mal wieder miteinander reisen. Dann beim zweiten haben wir den Verschieber. Jawohl, dankeschön. Und bei Nummer 5, also 3, 4, 5, haben wir dann die Kraftwelle, die Ivan hat, ironischerweise. Jupp, bitte hilf mir. Okay. Und du solltest eigentlich auch gut gerüstet sein. Synergiemäßig, sehr schön. Hast alles, was du brauchst. Schön. Dann können wir jetzt in die letzte Runde starten. Mein Herz schlägt gerade wie sonst was. Ich bin sehr aufgeregt, weil das ist jetzt wirklich die entscheidende Runde. Ich bin sehr gespannt. Florence, hast du dich gut umgesehen? Jawohl, habe ich. Dann lass uns zurückkehren. Schön. Die Schummelpause! Ich frage mich, ob das ein offizieller Teil des Events ist. Ich bezweifle es so ein wenig, aber wer weiß. Vielleicht ist Lord Bambi einfach nur exzentrisch und will das sogar. Obwohl, der wollte unsere Fähigkeiten sehen, von daher freut den das wahrscheinlich sogar, dass wir so schummeln. Dann kann er nämlich unsere ganzen coolen Sachen sehen. Das finde ich sehr dumm, dass es echt niemandem auffällt, dass da gerade ein Baumstamm ist. Sehr komisch das. Sehr, sehr komisch das, aber egal. So, und hier heißt es jetzt aufpassen. Weil dieses pixelgenaue Positionieren des Charakters ist natürlich auch hier extrem wichtig. Nervig. So, der Kampf beginnt gleich. Bitte gebt euch auf eure Plätze und ich bin aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Los geht's. Lasst mich nicht so lange warten. Es kann losgehen. 2, 1, go! Los geht's. Das Item kann ich mir spielend holen. Rauchbombe. Not worth it, I would think. But alright. So, und hier muss ich jetzt nämlich aufpassen. Muss ich jetzt tatsächlich aufpassen. Ich glaube das ja wohl nicht, ey. Und zwar auch nur wirklich so, dass ich mir sicher bin. So. Better safe than sorry, wie man so schön sagt. Ist ja gerade weiter wie ich? Nee, ich da. Als. Tut mir leid. Als. Ich will ja den richtigen Gebrauch der deutschen Sprache hier auch irgendwie ein wenig rüberbringen. Von daher, dort wäre als sinnvoller gewesen. Als das andere. Gut. So, hier komme ich auch spielend leicht rüber und jetzt muss ich, genau, jetzt muss ich einfach nur ein bisschen hier rumschieben. Falsch, aber bringt, macht nichts, dann kann ich, den kann ich immer noch retten. So, und du machst jetzt auch mal einen Verschieber, so wie dein Freund Garettchen vorhin, Garettchen das Frettchen. Luke der Fluch, das reimt sich leider nicht. Schade. Schade, dass sich das nicht reimt. So, und nochmal, wow, wir bekommen ja echt gar nichts diese Runde. Was ist denn los? Hallo, Flons, mach hier keine Schere rein. Wir haben ja echt nur blöde Sachen bekommen diese Runde. Nun ja, ich bin als erster da. Ach nee, man bekommt tatsächlich auch Items. Womit ich sagen möchte, Angriffs-Items. Den Claymore habe ich nämlich bekommen anstelle dieses komischen, blöden Dinges, was er da hat. Na, Wampa, so. Vor dem habe ich ein bisschen Respekt. Lohe zuerst mal. Er greift an. Okay, der Angriff ist noch okay. Den kann ich überstehen. Und Ranke einfach, weil es sinnvoll ist. Würde ich mal behaupten. Gut. Jetzt geht's weiter mit einem Angriff. Kiesel nämlich, um ganz genau zu sein. So, und jetzt wird's höchste Zeit. Heilwasser. Das war aber eine gute erste Angriffswelle. So gefällt mir das. Rauchbombe kann ich noch mit leben. Weil ich möchte eh Ramses beschwören. Haha. Gut. So weit, so gut. So muss es nur noch weitergehen, aber das ist ja eben nicht gesagt. Das ist das Problem. Die spare ich mir mal wieder auf. Würde ich mal sagen, Lohe möchte ich eigentlich nicht mehr als beschwört haben, weil der meine Klasse mal ebenso mir nichts, hier nichts wechselt. Das finde ich immer sehr doof. Okay.
Das Heilwasser sollte, genau, wiederherstellen, so wie ich das haben wollte. Nuss ist zum Glück nicht vollkommen wiederherstellen. Das wäre nämlich sehr mies, wenn alle meine Fortschritte hier zunichte gemacht werden würden. Einfach mal so. Aber dem war nicht so. Das ist gut. Und ja, warum nicht die Ranke? Okay, schützt sich. Sehr gutes Timing, denn jetzt kommt Ramses! Während du dich hoffentlich nicht schützt. Okay. Gut. Schlafbombe hat zum Glück nicht gewirkt, ansonsten wäre ich gerade ziemlich am allerwertesten gewesen, sozusagen. Apropos Schlafbombe, die könnte ich auch mal ausprobieren. Ich bin jetzt nicht irgendwie glücklich oder sowas. Also kein Stückchen, wer das jetzt daraus gelesen hat, der hat natürlich vollkommen recht. Das ist schade, ist schon aufgewacht. Hat nicht so viel gebracht, leider. Aber kann ich mitleben. Okay. Die Schnelligkeit normalisiert sich, das ist gefährlich. Deshalb setze ich gleich nochmal dieser Ranke ein, um dies sofort wieder zu normalisieren. Okay. Und hoffentlich ganz schnell jetzt Heilwasser. Dankeschön. So, ein Angriff ist noch nichts, denn jetzt kommt Ramses! Ach, schön. So, ach Mist, er hat sich geschützt. Ich hatte mich schon gefragt, warum da jetzt so wenig draus geworden ist. Aber gut, dann ist es ja offensichtlich. Ich habe meine Nuss immer noch, fällt mir gerade so ein. Das finde ich super. Das läuft dann nämlich ziemlich gut. Ach, gar kein Problem. Und ich hatte so eine Angst vor dem. Das war wirklich, die schwerste Runde war tatsächlich die erste Runde, weil ich so Missmanagement betrieben habe einfach. Super. Klasse finde ich das. Ihr merkt vielleicht, der Kampfbildschirm wurde gerade sehr abrupt abgebrochen und obwohl wir gewonnen haben, kommt jetzt das hier. Und warum auch immer die erlaubt wurden, hier raufzukommen. Ganz ehrlich mal, egal. Florence!